fahren noch mal kurz dahin. Ah, komm schon. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Ah, teilweise sind manche Sachen sind hier ziemlich crank. Alles verrückte Mongo. Irgendwelche zwei Sachen direkt nebeneinander. Das finde ich schon gut. Muss ich nicht so viel suchen. So, okay. Entdeckung. Diese Partikelbohrgeräte scheinen sofort deaktiviert worden zu sein, nachdem sie in die Tunnel unter der Oberfläche vorgedrungen sind. Die Baracken und die Ausrüstung tragen das Logo des Tankara Mining Consortiums. Aber es gibt keine Spur von der Minencrew. Keine Minencrew also. Was soll das nur bedeuten? Egal. Wir nehmen uns alles, was hier drin ist. Wenn die nicht da sind, um ihr Zeugs zu beschützen, habe ich damit doch kein Problem. Was ist das für ein krankes Geräusch? Kommst du da nicht mehr hoch? So, jetzt bist du wieder bei mir im Video. Mann, fahr doch rüber hin. Junge, Junge, Junge. Geil. Das finde ich sieht auch ziemlich nett aus, ja, mit der Sonne da. Die ist schon recht hübsch. Ups, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Ich glaube nicht. Ach, da ist es. Da ist das Uranvorkommen. Da sind wir durch. Jawohl. So. Ja. Ist doch alles so scheiße weit auseinander. Könnte sich einfach direkt alles nebeneinander bauen, das wäre viel einfacher. Ja, aber nein. Oh. Hammergeile Landung. So muss das nämlich. Genau so muss das. So. Mal ein bisschen wie im Blöden rumschießen. Cause we can. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Mal gucken. Bin ja mal gespannt, was uns da bei der zweiten Anomalie erwartet. Während ich hier weiter wie ein Blöden rumschieße. Ja. Ist da auch so ein leeres Minencamp am Start oder was noch viel merkwürdigeres? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gleich herausfinden, weil wir gleich da sind. Oh. Oh, oh, oh. So weit wollte ich nicht vom Kurs abkommen. Das war nicht der Plan. Okay. Was ist das hier? Ach, ein vergrabener Safe. Ja, sicher. Was ist denn da drin? Ein Medaillon ist in dem Safe. Na dann. Safe geknackt, würde ich mal sagen. Ach nee, ist da was? Also die Trümmer gebe ich mir jetzt nicht, weil... Ich meine, ist jetzt eine 50-50 Chance, klar. Aber ganz ehrlich, dann wird eh wieder kommen. Fähigkeiten zu gering.
Und nee, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben, dafür will ich jetzt auch nicht extra dahin fahren, weil. Ist das so? Ach so. Weil es dauert ja doch immer ein ganzes Stückchen, bis man da irgendwo ankommt. Und natürlich wollen wir ja auch mal weiterkommen in der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist da oben auf dem Berg, wa? Wir fahren das straight, wir fahren straight dahin. Lassen uns nicht mehr aus der Ruhe bringen. So, ja. Ach, da hinten sehe ich doch schon was. Ein Häuschen. Ja, hör auf hier rumzutanzen, fahr. Fahr zu. Da. Mach euch alle kaputt. Wo sind noch welche da hinten? Ja, habe ich nicht getroffen, ist schon klar. Aber kommen immer mehr. Ich fahre jetzt erstmal hier hin. Ich mach euch alle kaputt. Die schießen ja auf mich. Klein behinderten Mongos. Ja, wie kann ich denn da vorbeischießen, ey? Ohne Scheiß. So. Ich sage erstmal hier zu der Boss-Bitch. Haben Sie noch extra Munition, Sir? Ach, sie ist nicht die Boss-Bitch. Die da hinten ist die Boss-Bitch, oder was? Ah, hier ist Durand. First Lieutenant Durand, Sir. Durand. Dritte Brigade. 14. Infanterieregiment. Und ich bin heilfroh, Sie zu sehen. Wir hörten, dass Sie Verstärkung brauchen können. Eigentlich würden wir viel lieber von hier verschwinden. Aber Ihr Schiff ist wohl nicht groß genug für uns alle. Sie haben uns vor einigen Monaten hier abgesetzt. Wir bekommen alle paar Wochen Vorräte. Überhaupt nicht. Bisher hat nicht. Sich kein Bewohner sehen lassen, der gefährlicher als eine Flechte war. Dann kamen diese Tiere plötzlich aus dem Boden. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist alles, was von 90 Männern noch übrig ist. Und ich bin der ranghöchste Offizier. Haben ein Schiff im Orbit und könnten sie bombardieren. Das würde nichts bringen, da sie sich tief unter dem Boden bewegen. Sie kommen nur an die Oberfläche, wenn sie direkt unter uns. Wenn sie sie bombardieren, schalten sie uns auch aus. Und sind sie überhaupt hier? Es hat in diesem Cluster viele Piratenaktivitäten gegeben. Wir haben eine Reihe Horchposten im hiesigen System platziert, falls sie irgendwo eine Basis haben. Man nennt sie Rache. Horchposten. Ist hört, hört. Ein Versorgungsschiff hier gewesen. Ja, aber das war ein Allianzschiff, Commander. Ich meine, es war eine Drohne. Die flog automatisch. Aber was? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Sind Sie hier sicher? Das, wogegen wir eben gekämpft haben, war nur ein Test. Unsere seismischen Sensoren empfangen noch viele mehr, die auf dem Weg zur Oberfläche sind. Wir haben noch maximal 5 Minuten. In Bestform hätten wir sie vielleicht aufhalten können. Aber Sie sehen ja, wie es hier nach all den Kämpfen aussieht. Ja, weißt du was? Wir helfen dir. Tun Sie, was Sie können, um die Position zu sichern. Wir werden versuchen, einige Verteidigungsanlagen instand zu setzen. Zu Befehl, Commander. Sie haben den Mann gehört. Schnappt euch so viele Magazine und Granaten wie möglich. Geht pissen so. Und trinkt was, solange ihr könnt. Und wenn jemand rauchen will, dann soll er das jetzt tun. Geht pissen, haut so raus. Na, was für eine charmante Frau. Ja. So, ja, Marco, verbinden wir direkt mit dem Generator, dann schießen die Geschütze, glaube ich. Könnte doch ziemlich hilfreich sein. Gibt es hier noch irgendwas, was man denen klauen kann? Die leben hier echt wie die Könige. Ja. Können jetzt ein bisschen was abgeben von. Muss ich ja mal sagen. Zwei Häusekins. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Ja. Nehme ich auch mit. So, jetzt wollen wir. Jetzt helfen wir euch. So.
gucken, die sind ja ein bisschen weiter teilweise weg, ja. Da kann man natürlich mal einfach so einen hier ablassen. Aber ich brauche da schon ein paar Schüsschen mehr, also... One-Hit ist es ja alles nicht, aber gut. Ja, sicher. Der war ganz genau daneben. Na, geht doch. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele von diesen komischen Wellen wir da über uns ergehen lassen müssen. Ja, ich hab Zeit, ne? Siehst du. Mal Jung schaffen das. Wie geht es mit den Reparaturen voran? Was für Reparaturen? Was hast du denn jetzt von mir? Wo guckt ihr denn hin? Mal gucken, vielleicht sehe ich ja, was die sehen. Ah, nee, nicht, Mann. Gucken sie in die Richtung. Hm, sie sehen Wolken. Oh mein Gott. So, nun, ich muss ja eigentlich nichts machen, weil... Ja, der Generator ist mit dem Marco verbunden. Ich kann den allerdings jetzt nicht natürlich noch zusätzlich benutzen zum Schießen, dann gehen die Geschütztürme wieder nicht. Haha. Naja, egal. Wir warten noch 5 Sekunden. Wir gucken uns mal diesen schönen Himmel an. Wie die Sonne sich über den Berggipfeln entdeckt. Oh, da greift sie schon an. Ich war noch völlig fasziniert von der Gegend. Da kommen sie schon. Ja, hier schießt doch mal, Jungs. Den hab ich. Den hab ich. Dich habe ich gesehen. So. Ich snipe euch alle. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, zum Glück. Das hat dann noch funktioniert. Sehr gut. Das wäre aber sonst eng gewesen. Wenn die da nicht mitgeballert hätten. Hallo? Hallo? So. Naja, man kann ja auch nicht immer auf alle achten, so. So, okay, tot, tot. Wo ist denn da jetzt noch so ein Vieh? Dot. Dot. Ne, nicht dot, läuft er noch. Alter, schieß doch mal, Kind. Da. So. Ich meine, die Sniper macht zwar natürlich einen guten Schaden, aber leider halt, wie gesagt, nicht One-Hit und die Rachni kann man schlecht im Kopf treffen. Also man kann sie zwar treffen, aber das bringt nicht sehr viel. Na? Geht doch. Ja, und natürlich braucht die Sniper extrem lange, um... Ja, ist vorbei. Um nachzuladen. Das sind so kleine negative Aspekte der Sniper. Obwohl ich sagen muss, bei Mass Effect spiele ich eigentlich ganz gerne Sniper. Irgendwie schon. Irgendwie. Ach du Scheiße. Oh, geil. Okay, da kommt noch so ein Teil. So. Da ist auch noch so ein Teil. Alter, wie viele kommen denn hier? Hast du eine Gangbang-Party gemacht oder was? Da brechen aber auch echt ein bisschen viele durch. Für meinen Geschmack sind es echt ein bisschen zu viele, die da durchkommen. So, mehr kann ich jetzt nicht machen. Rest liegt bei euch, meine Freunde. So. War's wieder. Erstmal. Heilige Scheiße, Sir. Puh. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ist bei Ihnen alles okay? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Keiner von uns hält noch lange durch. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut, das muss es sein.
Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Wir machen das schon. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben Sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von hier abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Ja. Danke. Das kannst du wohl so sagen.